Ja, hallo zurück zu Alien Isolation. Wir sind jetzt letztes Mal durch dieses Haupttor durch und hier dieser Axel, der will mit uns da durch und weitergehen. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Ja, ich lasse ihn mal den Fahrstuhl rufen. Ist vielleicht besser. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Okay. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Haare flechten? Ich muss wissen, was los ist. Welche Jetzt denn bitte? Sofort! Na schön. Wie gesagt, okay. Ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Der Typ läuft einfach weiter. Mal gucken. Vielleicht ist hier gar nicht so Dangerus. So, wo ist er jetzt? Er geht mit. Okay. Hier piept sie da irgendwo. Ich würde gern speichern. Halten Sie Left Button Verdammt. Und bewegen Sie Left Stick. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Okay, ich gehe trotzdem mal rüber. Nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Wo kann man denn? Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Okay, wo ist er? Ja, okay. Wir werden bald schlafen müssen. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ah, da vorne kann man speichern. Sie freut mich. Leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Wo denn? Ich würde mir gern was nehmen, aber... Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, es scheint. Ah, hier. Schrotti. Cool. Was haben wir noch? Sehr wahnsinnige Auswahl hier. Danke. Okay, ach es da. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Ja, das mache ich sowieso. Nehmen Sie genug Batterien mit. Erstmal die Musik aus. Okay. Er mag seine Musik. Ah, oh, Taschenlampe. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ja, Moment. Batterien nehme ich auch noch mit. Hier liegt noch Schrottkrams. Und speichern will ich auch. Inventar voll. Was ist denn los? Und schön speichern. Ja, jetzt bleib mal locker. Ja. Okay, er geht hier lang. Y für die wunderbare Taschenlampe. Ach du Schande. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Ah, Taschenlampe, was? Ah, Taschenlampe, Batterie, genau. Village. Komm, mach mal an. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Nutzen die Taschenlampe und bla bla bla. Ja, mache ich ja gerne. Aha, okay. Schacht finden.
Okay, mal vernünftig aufrichten. Aha, einmal rumgelaufen oder was? Batterie, schön. Immer schön Batterie mitnehmen. Oh Mann, ey, das ist so max gruselig. Diesen ganzen Geklöter hier, man denkt, überall in irgendwelchen Schächten über einem läuft irgendwas rum. Echt ätzend. Da geht's noch an einem Schacht. Axel, ist es der? Ah, hier. Warten Sie, ich komme ja schon. Oh, ohne Lampe ist es echt max dunkel. Axi. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Na los, irgendjemand wird schon Hilfe schicken. Kann man speichern, da vorne. Folgen Sie mir. Ja. Ja, mach ich. Komme, komme. Immer schön speichern. Okay. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Leise! Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Ja, schon klar. Super. Okay. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten... Was war das denn? Kommen wir jetzt hier wieder raus? Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein! Was war das? Hallo? Ich würde gern fortsetzen. Hallo, hallo? Verschwinden Sie einfach hier. Sie müssen ja wohl verrückt sein! Stehen bleiben! Scheiße! Lauf! Keine Waffe ist ein bisschen gefährlich. Shitty. Okay, zu gefährlich. Wo kommen wir raus? Okay, davor. Wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen.
Ja, bleib locker. Halt. Was ist der Notfall? Was könnte man machen? Drinbleiben oder was? Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Los, wir schaffen das. Wir sind bewaffnet. Die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem mit euch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Also ich könnte dahin gehen und mich dann da hinstellen, ne? Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, der war die ganze Zeit bei mir. Und... Okay, jetzt vielleicht da hinten hin. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Ich kann mich kaum noch an Zeiten erinnern, in denen wir nicht bis zum Hals in dieser Scheiße steckten. Eins, zwei, wie viel waren das denn? Wer ist da? Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts. Da drinnen scheint nicht kaputt zu sein. Warum? Woher willst du das denn wissen, Einstein? Hat das noch da jemand gehört? Oh, lauf, ja, lauf, lauf, lauf. Lassen Sie uns in Ruhe. Wir wollen keinen Ärger. So. Ah. Okay. Kommt zusammen mit Axel. Wo ist Axel denn, die Pfeife? Einfach mal hier verstecken, vielleicht kommt er. Oh, da kann man speichern, das mache ich gleich. Vielleicht kommt ja keiner hinterher. Axelchen? Gute Arbeit, Ripley. Sauber. Hier lang. Folgen Sie mir. Ja, wo ist er denn? Ach da, ja, ich komme gleich mit. Lass mich kurz speichern. Was gibt's denn hier noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Ja, ist ja gut. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Ja, bestimmt. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Ja, was ist? Kommst du mit? Da kleckert's runter, Terminal. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Okay, Moment. Okay, alles Kikifatz. Guck mal weiter, hier geht ein Kabel lang. Ja. Sehr interessante. Und da ist eine Tür, die man nicht aufkriegt. Da braucht man auch Strom herstellen. Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Kabel, hier. Aha. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Okay. So, I'm ready. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Retten Sie Axel, ja, ich versuch mal. Komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt! Oh, Axel, was ist denn los? Alter. Shit. Hauen wir ab! Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los! Jetzt! Ja. Hey, ihr Sackgesichter! Ja, die werden jetzt sauer sein. Danke, Axel. Er schießt sie! Scheiße! Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Ja. Tolle Idee. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn?
Scheiße. Ich muss sagen, Axel ist kaputt. Und wo ist er? Wir müssen weiter. Ja, nur, wo sind wir denn hergekommen? Wir sind, Kühlturm, okay, da haben wir gespeichert, alles klar, das heißt, hier geht schon weiter, aber jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Das sind so Scanner, oder was, wenn man da durchgeht, piept es wahrscheinlich. Ja, hier ist frei. Mann. Transit rufen. Tower Link 2. Okay, ich mach das mal. Wobei, da werde ich mich mal ganz gruselig verstecken hier. Komm schon. Da kommt er. Geh auf. Okay, geht auf. Keiner drin, so wie es aussieht. Oh, Alter, ey, hier klappert es überall. Abhauen. Ah, zum Lorenz-System. Okay. Lorenzistech-Turm, okay. Boah. Ja, der Axel, der war sowieso ein bisschen unsympathisch, aber naja, nur ist er kaputt. Finden Sie im Aufzug zur Seekson Communications. Okay, wo geht's raus? Tür auf der anderen Seite wahrscheinlich. Nein, hier. Ja, nur hier. Haltestelle für Seekson Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ah, da hinten kann man speichern. Was ich sofort machen werde. Klar, überspeichern. So, wo sind wir hier? Ah, zum Verstecken. Okay, versteckt. So, gespeichert haben wir. Was ist das hier? Neuverkabelung. Nutze Neuverkabelung, Systeme in umliegenden Bereichen ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme ausschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Aha, okay. Right Stick. Zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von örtlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in eine neue Bereiche, starten Sie die Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopols System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen.
Okay, was haben wir? Ein instabiles System, das Lautsprechersystem. Das instabile System ist aktiv. Ja, und? Was sollte mir das jetzt bringen? Das Lautsprechersystem ist kaputt. So, jetzt könnte ich... Was könnte ich jetzt hier machen? Ich kann das ausschalten und das anschalten. Bringt das was? Mal gucken. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Okay, da geht's weiter. Level 2, Level 3. Weiter verstecken. Da kann ich rauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das was gebracht hat, das System da umzustellen, aber... Was mache ich denn zunächst mal? Ich gehe erstmal hier rauf. Beide Strecken sind hier offen. Ah, hier wieder so ein komischer Terminal. Ja. Karte aktualisieren. Mal gucken, was ich sehen kann. Also wir kommen hier rauf. Da stehen wir gerade. Dahinter sind jede Menge Räume. Irgend so ein Gang ist da auch noch, ne? So eine Art... Ah, wo ist denn das? Achso, dann daneben, oder wie? Achso, hier bin ich drin. Hier kann ich durch. Hallo, hallo? Ja, ist hier jemand? Und hier ist jetzt dieser Geheimgang, ne? Oder? Ja. Achso, da kann ich einmal rum. No weapons allowed. Naja, ich habe auch überhaupt keine Weapons. Also von daher... Da ist ein Raum, da geht's gar nicht rein. Tür ist kaputt? Nee, doch nicht. Ah, sehr großer Raum. Nehmen Sie den Aufzug zu Sevison Communications. Ja, da will ich ja hin, aber was ist denn hier mit dieser... Ja, okay. Wie auf der Karte, ne? Man kann hier eigentlich nur durchgehen. Ah, man kann was einsammeln. Geht nicht weiter. Okay. Bin hinter der Sperre. Also ich schätze mal, wenn ich Waffen habe, muss ich dann da durch. Tür ist verschlossen. Okay, also hier brauchen wir eigentlich nicht durch. Gehen wir mal hier durch. Wobei, wir können natürlich auch noch auf der anderen Seite durch, ne? Oh, scheiße! Scheiße, lauf, Baby! Lauf! Ja, ich weiß. Wow, 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 wow. Kann ich mich hier verstecken? Halten zum Verstecken, okay. Kommen die und suchen? Kommt keiner, wa? Man hört hier so viel Geräusche, es könnte auch, können auch Schritte sein. Soll ich mal rausgucken? Keiner da war. Sehr gut. Aber da durchreden kann ich bestimmt auch nicht. Einfach mal so. Notfall. Aha, was macht das? Ah, okay, die Tür ist verschlossen. Und wie lange bleibt sie das? Dass ich sie wieder aufmache. Ah, das ist natürlich cool. Kann ich jetzt da vielleicht irgendwie reinschleichen? Ist ja niemand mehr, ne? Oder? Nö, alle weg. Oder? Okay, ich gehe mal hier runter. Natürlich zu, alles klar. Wo muss ich denn bitte hin? Da drüben rein. Ja, hier. Okay. Cooles Werkzeug. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden.
Eine Datenzelle. Scheiße. Datenzelle ist ein bla bla bla. Okay, so. Datenzelle. Ist die hier? Irgendwo? Scheiße. Scheiße. Willst du es wirklich riskieren? Okay. Wir werden sie finden und töten. Hä? Bin doch freundlich. Hier lang. Sie war unten. Hast du das gehört? Ich verstecke mich jetzt hier erstmal. Hoffentlich finden die mich nicht. Sorry, Leute. Ich habe wohl Halluzinationen. Wo könnte denn die freundliche Datenquelle sein? Alter, die rennen hier überall rum. Scheiße. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Oh, shitty. Shit. Lauf, lauf, Baby. Okay. Autschi. Oh no, ey. Ganz unten angefangen. Okay, scheiße. Ja gut, okay. Müssen wir mal ein bisschen öfter safen. Aber wir haben jetzt eigentlich nichts verloren. Wir holen uns nochmal die Karte. Das war klar, wir laufen hier nicht groß rum, sondern einfach nur da durch. Wir müssen ja aber, glaube ich, irgendwie anlocken. Oder zumindest mal hier den Emergency Close wieder machen. Hi, Leute! Oh! Nein, 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 nein. Mach ich gar nicht. Und ich mache hier dieses Knöpfchen. Wie geht das? Hier ist jemand! So. Da kommt die Tante nicht durch. Soweit die Theorie. Ja. Ich kann mich hier verstecken und hoffentlich kommen sie auch nicht durch. Ich denke auch mal, dass sie merken, dass sie da nicht durchkommen und deswegen mich auch gar nicht verfolgen, oder? Ich kann mir das Ding holen und dann haue ich wieder ab. Das hat ja eben ganz gut geklappt. Aber ich würde gerne mal hier nochmal gucken, was hier so ist. Also, da ist natürlich nichts, was ich brauchen könnte. Ah, das Ding da. Naja, ich mach lieber mal nicht das Turmband da an. Ja, von wegen. So, hier liegt aber auch nichts rum, das Ding. Revolvermunition, schön. Ich habe noch nie mal einen Revolver. Wo könnten wir den hier abhauen? Wir könnten da rauflaufen. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Datenzelle, ey. Wofür kriege ich denn eine Datenzelle her? Was weiß ich? Also ich renne einfach mal zurück. Ja, genau. Renn. Vielleicht wollte sie wie wir einfach nur plündern. Eine Datenzelle, was ist denn das? Also ich laufe erstmal runter, um hier wieder zu speichern. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja noch den Weg auf die andere Seite. Vielleicht ist da eine Datenzelle. Also speichern schadet erstmal nichts. So, und ich würde sagen, auf die Suche nach der Datenzelle machen wir uns beim nächsten Mal. Okay? Also, bis dann, ciao.